Und da sind wir auch schon wieder. Gilmon hatte ein Level Up. Und ich habe keine Nerven mehr, weil so viele fucking random Encounter. Die Folge wäre bestimmt eine halbe Stunde noch lang gewesen. Egal. Was hat Seppigmon dazu zu sagen? Man sagt, ich würde in Asgard City mein Unwesen treiben. Jemand dort muss meine Maske haben. Finde ihn und bringe die Maske zurück. Danke. Übrigens, wenn man genau hinguckt, da wo der Pfeil hinzeigt, da bewegt sich etwas. Das Modell von Seppigmon ist da. Man sieht es. Schaut mal. Man sieht es zwischen diesem komischen Gitter. Da bewegt sich was. Auf jeden Fall ist sein Modell da. Das finde ich witzig. Bei ihm sieht man es, bei wem man zum Beispiel nicht. Und ja, wir dürfen jetzt wieder nach Asgard City, um die Scheißmaske zu holen. Und du hast immer noch nichts dazu zu sagen. Also, happy, happy fun times. Wir machen uns wieder auf den Rückweg nach Asgard City. Es ist nicht toll. Man sieht mal, was gerade passiert ist. Random Encounter. Yay! I love it! My favorite! Schluck die neue Attacke, Mega-Tornado und stirb! Das ist einer wirklich der wenigen Punkte, wo ich sage, dass das Spiel scheiße ist. Aber das ist wirklich auch, glaube ich, das ist ziemlich der einzige. Dieses ständige Hin und Her. Konnte Junior nicht alleine auf die Idee kommen, dass dieses Seppigmon eine Fälschung ist? Nein, 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 wir gehen erst zurück zu Seppigmon und fragen ihn, was wir tun sollen. Hast du noch was dazu zu sagen, zu der Idiotie deines Freundes? Nein, dachte ich mir, hast du nicht. Oh Gott, Junior, please. Ach Gott. Wenn es wenigstens ein Schnellreisesystem zu den Inns gäbe, das wäre so geil. Dann wäre das Spiel um einiges angenehmer. Denn wir dürfen danach nämlich schon wieder laufen. Diese Parts sind so langweilig. Das Problem ist, da mein Schneidprogramm immer noch nicht in Ordnung ist, dass es den ganzen Ton und so asynchron macht, kann ich es nicht schneiden und ich habe noch keinen Ersatz. Weil ich weiß nicht, ob ihr es schon selbst bemerkt habt, aber ich finde, gut brauchbare Schneidprogramme als Freeware sind ziemlich selten. Mittlerweile kann sogar Angemon die Dinger mit normalen Angriff one-hitten. Das ist... Ich weiß nicht, ob ich das beeindruckend finden sollen. Und wie geht's eurer Familie so? Denn eben für solche Fälle hatte ich eigentlich vorgenommen, die Teile zu schneiden, aber das geht ja nicht. Beziehungsweise es ginge schon, nur der Ton wäre halt asynchron und ehrlich gesagt mag ich solche Videos nicht. Es wäre auch nur minimal, man würde es wahrscheinlich noch nicht mal wirklich bemerken, aber ich bemerke es halt und das stört mich. Seht es euch an. Seht es euch an. Ich habe manchmal echt das Gefühl, das Spiel weiß, oh, er ist gerade auf der Quest. Werfen wir ihm so viele Gegner wie möglich an den Kopf, um ihn so lange wie möglich aufzuhalten. Okay, sobald die Sache mit den Masken allerdings erledigt ist, werde ich eine kurze Aufnahmepause machen. Werde auf Level 20 trainieren, damit sie ihre Ultra-Level lernen. Und dann werden wir ein wenig mehr Spaß haben, weil dann haben wir endlich Ultra-Level-Digimon, die uns eine sehr lange Zeit im Spiel begleiten werden. Die längste Zeit natürlich die Mega-Level, aber das Ultra-Level ist noch eine sehr lange Zeit, die wir sie, mit dem, womit wir arbeiten werden. Schrägstrich müssen. Please, keine scheiß Random Encounter mehr. Oh Gott, komm schon. Oh, hör doch endlich auf. Ich ertrag's nicht mehr. Ich ertrage es einfach nicht mehr.
Ich frage mich auch bis heute, was mit meinem Bearbeitungsprogramm nicht in Ordnung ist. Es ist einmal abgestürzt und seitdem hat es das Problem. Ich habe schon zweimal deinstalliert mittlerweile und neu installiert und das Problem bleibt bestehen. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Wenn sogar eine Neuinstallation nicht funktioniert, was soll ich denn da noch bitte machen? Ich hätte sogar mal überlegt, eine Systemwiederherstellung zu machen. Weil ich dachte, vielleicht ist irgendwas im System kaputt gegangen, aber dann würde ich das doch merken. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Dann laufen wir zurück. Das wird die langweiligste Folge überhaupt. Ich hoffe, ich denke dran in der Folge. Ich glaube, ich mache Zeiten in den Videobeschreibungen rein, wo man dann halt draufklicken kann und dann kann man sich angucken, was wirklich wichtig ist. Ich glaube, so mache ich das. Hatamon, du bist gerade nicht der Grund, warum ich hier mit dem Spiel leicht am Rage bin. Diesmal ist es wirklich das ständige Hin- und Hergelaufe. Und ich glaube, ich mache die Folge jetzt auch so lang, bis wir diese Scheiße hinter uns haben. Ja, ich glaube, das mache ich. Denn allein jetzt für den Weg haben wir 6 Minuten gebraucht. Knapp. 6 fucking Minuten! Nur lass mich raten, der steht hier natürlich nicht. Nein, hier steht er natürlich nicht mehr rum. Jetzt könnte es, glaube ich, zum Beispiel sein, dass er in im Untergrund steht oder im Inn oder sonst wo. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, hier steht ja nicht, hier steht nur immer noch der Junge rum, der immer noch dasselbe sagt mit der Wartung des Servers. Dann denke ich mal, gucken wir mal im Untergrund. Und wenn er im Untergrund nicht ist, dann ist er im Frachtraum. Untergrund, nein, hier ist er auch nicht. Okay, da muss er im Frachtraum jetzt sein. Weil er muss irgendwo sein, abgeschottet vom Rest relativ. Frage ist nur, steht der oben oder unten? Gilmon, hast du noch was zu sagen? Nein. Nein, Gilmon, Jack steht hier drüben. Du müsstest ihn eigentlich sehen, so. Hi, Etemon. Ich habe Seppigmon gehört, er ist zum Divermon-See gelaufen. Er ist ein böser Typ. Ich schäme mich, der gleiche Digimon-Typ zu sein wie er. Ach, komm schon. Sorry, weiter geht's nicht. Achso, die Auktion ist also immer noch am Laufen, deswegen kommen wir da scheinbar nicht hin. Allerdings haben wir die Auktion ja schon hinter uns gebracht. Und die nächste ist... Das dauert erstmal noch, bis die nächste jetzt wieder ist. Okay. Fucking Spiel. Dann gehen wir jetzt zum Divermon-See. Ist ja nicht so, als ob wir noch was anderes zu tun hätten in dem Spiel. Alt. Gut. Ich frage mich, ob schon welche drauf gekommen sind, wer eigentlich die Seppigmon-Maske wirklich hat. Sollte jetzt ja eigentlich nicht mehr schwer sein, aber Junior ist natürlich zu blöd, um es zu verstehen. Dann gehen wir jetzt zum Divermon-See und freuen uns unseres Lebens. Vermeintlich. Eher nicht. Denn das ist der Part, der mich gerade am meisten aufregt. Und ich wundere mich, dass ich ihn nicht mehr im Kopf hatte, als ich das Spiel angefangen habe. Wahrscheinlich eben genau deshalb. Weil ich habe nur noch in Erinnerung, Maske suchen, Baronmon finden, wieder zurück zu Seppigmon. Alles andere dazwischen habe ich irgendwie rausgeblendet. Und wie gesagt, sobald wir die Maske haben und sie zurückgebracht haben, dürfen wir wieder laufen. Weil Seppigmon uns nicht wirklich helfen kann. Er kann uns nur sagen, oh, das ist einer der wenigen Momente, wo hier nichts spawnt. Ich war eigentlich schon darauf gefeit, dass hier was spawnt. Er ist nur in der Lage, uns zu sagen, wer uns helfen kann. Er selbst kann uns nicht helfen. Keine Chance.
Verschwinde aus meinen Sichtfeldern! Da! Aggro. Kannst mir einer verübeln? Kannst mir wirklich einer verübeln, dass ich gerade ein bisschen aggro bin? So. Und ich werde jetzt schon mal eine Vorhersage. Ja, gut. Da drüben stand das Item rum, da hätte ich auch von alleine drauf kommen können, dass da nicht so jemand spawnt. Da unten dürfte auch niemand rumstehen, hier oben steht niemand rum und... Oh, komm schon! Mittlerweile ist das so nicht so unlustig, dass ich lachen muss. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist... Oh, das kann man sowas skripten? Jetzt mal ohne Witz. Kann man skripten, dass mehr Encounter auftauchen, wenn man eine Quest macht? Lass mich dahin. Okay, alles normal. Hey, wer bist du denn? Schleicht hier rum, du hast mich erschreckt. Tut mir leid, mein Herr. Ich bin doch kein alter Mann. Ich heiße Nick, ich bin erst 21. Oh Mann, tut mir echt leid. Gibt es eigentlich nur unhöfliche Leute auf diesem Server? Erst Ethemon und jetzt du. Ethemon, ist etwas passiert? Ich fand dieses riesige, auffällige Schild. Dann kam Ethemon, sagte, es sei seines, und nahm es mir weg, ohne sich zu bedanken. Ethemon, ein auffälliges Schild. Was mag das wohl sein? Ich bin ziemlich beschäftigt, also... Warum machen Sie nicht Ihren Job? Ich wünschte, Sie würden mich zum Vorbild nehmen. Ich applaudiere zu Junior, weil er schon mal den richtigen Weg gegangen ist. Er scheint endlich bemerkt zu haben, dass Ethemon die Seppig-Maske hat. Und das heißt für uns, wir müssen jetzt wieder zurück. Komm, Junior. Nimm die Beine in die Hand. Oh, wieder kein Random Encounter. Jetzt habe ich Angst. Ich glaube, die Welt wird untergehen, weil normalerweise, wie schon gesagt, da unten ist immer ein Encounter an der Stelle. Jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander nicht. Ist das Spiel gerade großzügig zu mir? Das ist geskriptet, ohne Scheiß! Das ist geskriptet! Dass wenn ein Spieler sich in Sicherheit wiegt, einem ein scheiß Random Encounter in den Kopf geschmissen wird. Das ist nicht mehr lustig! Das ist nicht lustig! Laufen, 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 laufen. Wir schaffen es. We are the hero. Ja, endlich. Gut, nur ein Random Encounter auf dem Weg. Das kann sich sehen lassen. So, wo steht Ethemon? Steht er noch an derselben Stelle? Ich bezweifle es. Aber wir werden unser Glück versuchen, denn die Folge ist fast schon wieder vorbei. Auch wenn ich gesagt habe, ich möchte die Seppigmon-Scheiße zu Ende machen. Das würde viel zu lange dauern. Viel, viel zu lange. Viel, viel, viel zu lange. Ethemon. Komm her. Mann, bin ich aufgeregt. Hey Ethemon, ich will dich etwas fragen. Klar, was denn? Ich erzähl dir alles, was ich weiß. Du bist doch der, der die Maske von Seppigmon hat, oder? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Hey, warte! Er versteckt etwas. Davon bist du auf alleine gekommen, Junior, wirklich? Das hast du ganz alleine herausgefunden. Ich bin stolz auf dich, mein Kleiner.
bist echt eine Klette. Na gut, ich geb's zurück, okay. Hier, ich hab dir die Seppig-Maske gegeben. Was? Ich hab nichts Falsches gemacht. Naja, Eigentum gibt man eigentlich zurück und du hast Leuten Streiche gespielt. So. Du bist irgendwie schon der Schuldige. Was sagt die Zeit? Oh, es ist eigentlich viel zu früh, die Folge zu beenden. Viel zu früh. Okay, dann machen wir nochmal eben was. Nachdem wir kurz heilen waren, weil ich weiß nicht wieso. Ich habe seit letzter Folge immer das Bedürfnis, mich zu heilen. Wahrscheinlich wegen dem Zusammentreffen mit Sanbamon und Musiamon. Ich muss kurz überlegen, welches Digimon uns noch so zugesetzt hat. Wir können ja nochmal eben gucken, ob wir uns vielleicht nicht hier irgendwie eindecken können. So rein theoretisch. Ja, komm, dies sind die schweren Waffen, ich weiß. Ob wir uns nicht hier irgendwie eindecken können. Servus-San. Zoktapeus Wunde. Und man sieht von den Werten her, ist das durchaus eine gute Waffe. Wir könnten uns drei Waffen auf jeden Fall leisten. Das wäre auch eine nette Ergänzung. Und das sowieso. Flügelschwert wäre für Gilmon auch nicht schlecht. Allerdings würde dadurch seine Verteidigung sinken. Heilige Lanze. was sagt die Rüstung? Metal Guard, Kabuteri Horn. Wollmützen erhöhen die Eisresistenz. Man sieht schon, es sind ganz coole Waffen hier eigentlich. Metal Guard. Dunkle Rüstung, Guardhülle. Die würde zum Beispiel die Dunkelheitresistenz erhöhen. Was könnten wir für Kumamon und Patamon holen? Einen Dunkelmantel. Eine Guardhülle. Ach so, wir können auch mal eben gucken, was das Schwert für Gilmon tun würde. Wenn wir es ihm ausrüsten würden. Aber ich glaube, ich würde letztlich hier nichts kaufen. Wir sollten jegliches Bit, was wir sammeln, sollten wir aufheben. Der hat nämlich ein Blechschild und wenn wir ihm das gefährliche Schild geben, man sieht schon, ein ziemlicher Boost. Ein ziemlich guter Boost. Und ich glaube, eben weil es eine Gilmon-Waffe, beziehungsweise Ausrüstung ist, kann auch nur Gilmon sie benutzen. Ja, nur Gilmon kann es benutzen. Okay. Dann werden wir werden es aber nicht ausrüsten. Das werden wir alles machen, sobald wir die Sets komplett haben. Obwohl wir zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die Sets gar nicht mehr brauchen. Aber sie haben halt noch Boni, die für uns recht interessant sein könnten. Wir könnten allerdings... Warte mal, hast du immer noch keine Superladung? Hat die wirklich nur der Schwarzmarkt? Die hat echt nur der Schwarzmarkt. Das wundert mich. Aber gut, jetzt wo wir Patamon haben, brauchen wir eigentlich keine Medikits mehr. Wir können nach den Kämpfen so oder so heilen. Gut, es tut mir leid, dass das so langwierig jetzt ist, aber... Okay, wenn ich zwischendurch ein Schneideprogramm finde, das werdet ihr ja dann sehen, dann werde ich die Teile zusammenschneiden, was wichtig ist, und werde die Wege dazwischen halt weglassen. Aber ich kann für nichts garantieren, ich habe es jetzt noch ein bisschen hinausgezögert, die Folge. Und ich mache mich jetzt wieder auf den Weg zur Seppigmon. Und wir sehen uns dann drüben. Bis gleich. Baba.